Hallo, hier ist mal wieder der Handakiel mit einer neuen Folge meines Let's Plays zu Star Citizen. Ja, ich hatte euch ja noch versprochen, euch mein Subscribership für diesen Monat vorzustellen. Und was ihr hier wunderschön im Hintergrund sehen könnt, ist die Retaliator von Aegis Dynamics. Und das ist ein großer Langstreckenbomber. Und machen wir aber, glaube ich, erstmal eine kleine Runde außenrum, um auch ein bisschen ein Gefühl für die Größe von dem Teil zu kriegen. Die ist nämlich echt groß. Ist ein Multicrew-Schiff für 6 Mann Besatzung. Und zur Größe, die ist 71 Meter lang. Also echt ganz schöner Brocken. Also, keine Ahnung. Auch, denke ich mal, zu vergleichen mit den großen Langstreckenbombern von den Amis. So vom Maßstab her. Ja, Breite 53 Meter. Wobei, das kommt mir jetzt... Achso, ja gut, okay. Von Flügelspitze zu Flügelspitze, das kommt dann, glaube ich, hin. Und Höhe sind dann 12 Meter und wiegen tut das gute Stück 188 Tonnen. Also echter Brocken. Ja, also für ein, ich sag mal, kleines Kampfschiff ist das schon ein ziemlicher Brummer. Ja, hier draußen sehen wir schon, hier haben wir einen Geschützturm mit, was haben wir hier? Das heißt 2 Waffen. Da drinnen können wir schon sehen, die Size 9 Torpedos, also echt dicke Torpedos und die Halterung dafür. Aber die schauen wir uns gleich von innen genauer an. Da haben wir den Generator, hier haben wir eine Schleuse, hier haben wir noch mehr Torpedos. Ja, also das Ding ist echt gut bewaffnet. Hier haben wir noch einen Geschützturm mit Size 2 Waffen. Ja, paar fette Triebwerke. Ist schon nicht klein, das Teil. Gut, ja. So, da das Teil so groß ist und ein Multicrew-Schiff, kann man nicht einfach ins Cockpit einsteigen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich glaube, hier war das. Irgendwo. Genau. Hier gibt es auf jeder Seite so eine Art Fahrstuhl. So, dann gucken wir uns die mal von innen an. Also, hier haben wir einmal an der Unterseite so einen Shot und an der Oberseite so einen Shot. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich so eine Art Andockring. Hm? Geht das auch wieder zu? geht das auch wieder zu? Ah ja, okay. Gut, schon die Orientierung verloren. Ich glaube, da geht's nach hinten. Ja, wir gucken erstmal nach vorne. Da sieht man quasi schon, wo man die Torpedos sozusagen ran kann. Und ja, hier sehen wir die guten Stücke. Hier jetzt unter mir ist halt so eine Klappe, die aufgeht und da werden die dann rausgelassen. Also hier an diesem Mechanismus, denke ich mal. Dann haben wir hier insgesamt 4 Stück. Und hier hinten haben wir nochmal so eine Launch Bay mit, sollten das nicht auch 4 sein? Ich sehe jetzt nur 2. Aber egal. So, hier haben wir eine Technikstation. Ich glaube, das ist eine Radarkontrolle. Können wir jetzt gerade nicht sehen. Nicht Radarkontrolle, was rede ich für ein Blödsinn? Schildkontrolle wollte ich sagen. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ne, es sind nur 2. Gott. So. Was haben wir noch weiter hier hinten? Achso, hier geht's zu diesem unteren Geschützturm. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, die unteren Geschütztürme sind ein kleines bisschen verbuggt. Erstmal auf den Kopf gedreht. Und ja,
die sind irgendwie ziemlich verbuggt. Irgendwie sitzt der Charakter da falsch drin und dementsprechend kann man nichts sehen. Das wird aber, denke ich, in Zukunft gefixt sein. So, das war der hintere Geschützturm, der untere. Ja, schön. Hier glitschen wir jetzt hier schön durch die Wand und aus dem Schiff raus. Ja, wunderbar. Ja, ist halt alles Alpha. Gut, gucken wir mal. Steigen wir mal auf der anderen Seite ein. Also das finde ich schön gemacht mit der Rampe, die hier runterklappt. Zip. Das finde ich echt cool. Gut, gehen wir nochmal nach hinten. Weil hier gibt es noch mehr zu sehen. Ups, was war hier? Ach ja. Hier ist einer der oberen Geschütztürme. Die konnten wir von draußen, von unten gar nicht so richtig sehen. Also es gibt eine Menge Geschütztürme hier. Also... Da sieht man vorne, oben ist auch noch einer. Das macht dann, glaube ich, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Geschütztürme. Und dann noch den Piloten dazu. Das sind dann die 6-Mann-Besatzung. Und wenn ich mir überlege, die eine Station, die wir gerade eben gesehen haben, wären es eigentlich 7. Gibt aber, glaube ich, nur Betten und Rettungskapseln für 6. So. Und wieder raus aus dem Geschützturm. Jo. Naja, da haben wir wieder den Glitch von eben. Hier haben wir irgendwie Spinde, keine Ahnung, Waffenrex oder irgend sowas. Gut, gehen wir auf die andere Seite. Da haben wir dann gespiegelt hier den Zugang zu dem anderen oberen Geschützturm. Und... So, jetzt wollen wir auch mal nach vorne. Kann man dann hier links und rechts von der vorderen Torpedo Bay weiter nach vorne gehen. So, und hier geht's nach oben. Da haben wir einmal den Zugang zum vorderen oberen Geschützturm. Zack. Also jetzt hier der vordere. Ja. Schick, schick. Oh, ja. Schöner Glitch mit den Händen. Sieht das krass aus. Oh, Hilfe. Aua, das tut ja weh beim Hingucken. Nix wie wieder raus hier. So, und... Hier haben wir... Was ist das? Ne, das sind Waffenrex. Also, okay. Aha. Geht auf, geht zu. Gut, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betten und ich vermute mal auch Rettungskapseln. Boah. Auhalla, ob ich da drin schlafen will? Das ist nichts für Leute, die Platzangst haben, würde ich sagen. Hier kann man ein bisschen rausgucken. So. Das waren sozusagen... Und jetzt hänge ich hier fest. Auch nicht schlecht. Das waren sozusagen die Quartiere. Oder was man so nennen mag. Hier ist der Zugang zu dem unteren vorderen Geschützturm. Und... Das ist das Cockpit. Na? Jetzt habe ich, glaube ich, den Geschützturm. So. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Das typische spartanische Cockpit von Aegis. Ja. Eine Menge Instrumente. Na gut, ich würde sagen, auch wenn man eigentlich eine ganze Crew braucht, um das Ding zu bedienen, werden wir mal kurz ins Verse hüpfen und mal gucken, wie sich das Teil so fliegt. Allerdings
in ein Gefecht stürzen werde ich mich damit nicht. Weil das macht wirklich ohne Crew keinen Sinn. Komm, ich will da runterspringen. Deswegen werden wir nur mal kurz schauen, wie sich das Teil fliegt, ne? Also das wollen wir ja auch wissen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Verse. Und gucken dann mal. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und da steht das gute Stück auf Grimhex am Landepad. Es ist wirklich groß, das Teil. Echt der Hammer. So, wo war die Luke? Wo ist denn hier vorne und hinten? Kann ich gerade nicht erkennen. Bam, 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 bam. Hier. Na? Ich kann irgendwie nicht einsteigen. What the heck? Okay. Ja. Schade eigentlich. Ich dachte, wenn man sie hier auch hinstellen kann, sie wäre auch flight ready, aber irgendwie scheint sie das nicht zu sein. Man kann nicht einsteigen. What the heck? Oder bin ich nur zu blöd? Okay. Gut, steigen wir über einen Glitch ein. Was soll's? Ja, wahrscheinlich fliegen wir über den Glitch auch gleich wieder raus. Oh. Hier funktioniert der Turm anständig. Interessant. Gut. Wir haben einen Weg ins Schiff gefunden, auch wenn es nicht der reguläre ist. Äußerst faszinierend. So, sind wir jetzt auch wirklich im Schiff oder glitschen wir jetzt gleich wieder raus? Nein, wir glitschen direkt wieder raus. Verdammt. So ein Mist. Wo ist denn jetzt hier der Einstieg, verflucht nochmal? Ah. Also, geht doch. Meine Güte. Okay. Auf wie geht's? Wir wollen das Ding auch mal fliegen. Huch. Was war das? Das klang irgendwie so nach dem Jetpack. So, auf ins Cockpit. So, ich bin gespannt. Ich bin sie bisher selber noch nicht geflogen. Ja, ja, okay, ist klar. Okay, dann heben wir mal ab. Wow. Gut, mal gucken, dass wir uns hier rausmanövriert bekommen. Zwischen den ganzen Asteroiden. Das Ding ist immerhin relativ groß. So, ich glaube, jetzt haben wir genügend Platz. Landing Gear retracted. So, wollen wir nochmal gucken. Hallo? Ah, okay. So, was hat die Kiste denn für einen Topspeed? Oh, 165. Das ist nicht sehr schnell. Wow. Was flackert denn hier so? Das ist ja furchtbar. Oh, das ist anstrengend. Gut. Und Cruise Speed? Da haben wir, immerhin 495. Jede Menge Gegenmaßnahmen, wie man rechts am HUD sieht. So, haben wir überhaupt Waffen, mit denen wir schießen können? Nee, der Pilot hat keine Waffen. Faszinierend. Also, im Kampf ist dieses Schiff wirklich nur mit einer Crew einzusetzen. Ich muss sagen, ich finde sie erstaunlich manövrierfähig für die Größe. Finde ich schon lecker. Oh, Alter, das Geflacker, das geht mir aber ein bisschen auf den Sack hier.
Was ist denn das, was da so flackert? Das irgendwie erkennen? Ist das tatsächlich im... Das ist irgendwie die Cockpitbeleuchtung, die so flackert. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist die Beleuchtung im Cockpit. Alter Schwede. Leute, das müsst ihr aber in Ordnung bringen. Hilfe. Gut, okay. Wollen wir mal gucken. Das heißt, Moment, ich will nochmal von außen gucken. Weil, was wir noch gar nicht geguckt haben, wie es denn eigentlich um die Manövertriebwerke steht. Wo sind die überhaupt? Schauen wir mal. Aha. Okay. Oh, da müssen wir ja, das fällt mir gerade auf, wir müssen gleich nochmal wieder landen. Oh, da sind aber ein paar schöne Grafikglitches gerade. Weil ich glaube, diese Manövertriebwerke, die stellen sich beim Landen auf. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Also, ja, ich finde sie schon ziemlich agil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, erstaunlich manövrierfähig für doch ein recht relativ großes Schiff. Ich würde ja zu gerne mal die Wirkung von den Torpedos sehen, aber das ist zurzeit leider noch nicht möglich. Ja. Und leider ein paar Grafikglitches. Da kann man durch die Klappen von den Landestützen durchgucken. Schade. Aber ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das wirklich im Moment tatsächlich am Spiel liegt oder an meinem Rechner, weil ich habe allgemein in Star Citizen im Moment eine Menge Grafikglitches. Deswegen bin ich mal gar nicht mal so sicher, ob es an der Alpha liegt oder irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist. Na gut, okay, schauen wir mal. Jetzt haben wir uns hier wahrscheinlich kräftig verflogen. Ob wir den Weg zurück nach Grimhex finden. Ich glaube, das da hinten ist es. Ja, das müsste es sein. Und dann landen wir die Kiste nochmal wieder. Mal gucken, wie das sich anfühlt. Ja, wie gesagt, ohne Crew kann ich euch das Teil leider nicht im Gefecht vorführen, was echt schade ist. Würde ich gerne machen. Aber da fehlen mir leider die Leute für. Oi, wir sind mal ein ganzes Stück rausgeflogen. Da schauen wir doch noch mal kurz ein bisschen von außen. Oi, das sieht cool aus. Wow. Also ich muss ja immer wieder sagen, die Schiffe von Star Citizen sehen echt einfach nur sau cool aus. Was anderes fällt mir dazu echt nicht ein. So, ist es das wirklich? Nee, das ist gar nicht Grimhex. Schade, oder? Verdammt. Wir haben uns verflogen. Wir haben uns mal satt verflogen. Verdammt. Okay, machen wir das anders. Gut, machen wir das anders.
Ja, ich mache dann hier mal kurz einen Cut, bis ich Grimhex wiedergefunden habe. Und dann sehen wir uns da gleich wieder und dann landen wir die Kiste nochmal. Also, bis gleich. Ja, da bin ich wieder und letztlich habe ich Grimhex tatsächlich wiedergefunden. Wir kommen allerdings ein bisschen schnell rein hier. Jetzt muss ich erstmal kurz suchen, von welcher Seite kommen wir denn hier? Ah, ich glaube von der Rückseite. Begin scan. Contact. Da sind die ganzen Hangars da. Oh, ich muss glaube ich nochmal. Ah, nein, nicht Cruise Mode. Wow. Aber schon langsamer werden hier. So. Ja, da. Sind die Landeplattformen. Wir sind zu schnell. So. Ich würde jetzt gerne landen. Wie war das noch mit dem Autopiloten? Ah, geht das hier nicht? Hallo. Das ist ja wieder toll. Gott, wie sollen wir denn jetzt die Landung hinkriegen? Oh. Shield. Na gut, versuchen wir es ohne. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, auf welchem Land, über welchem Landepad wir hier gerade sind. Eieieiei. Oh Gottes Willen, was treibe ich hier? Hilfe! So. Neuer Versuch. So, da, vom Landepad 2, da sind wir vorhin gestartet. Versuchen wir da mal wieder zu landen. Aber irgendwie... Engines low. Krieg ich den Landeassistenten nicht. Na gut, da werden wir halt eine Crashlandung hinlegen. Eieieiei. Mal gucken, was das jetzt gibt. Ach Gott, was macht die Kiste mit uns? Alles sehr merkwürdig hier gerade. Quatsch. Das war Blödsinn. Ups. Na gut, irgendwie, ich glaube, wir sind in der Nähe vom Boden. Schauen wir mal, was das geworden ist. Irgendwie hat das mit den Landestützen nicht funktioniert. Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Hä? Was ist denn das hier noch für eine... Oh, das ist Captains Kabine oder so, wie es aussieht. Die habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Ha, noch was Neues entdeckt. Okay. Wo sind wir jetzt? Sind wir irgendwie rausgeglitscht. Und da ist das Spiel abgestürzt. Ja, okay. Diese Folge endet mit einem Disconnect. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr fandet die Retaliator ein bisschen interessant. Wenn ja, freue ich mich natürlich über Likes, Abos und Kommentare. Kritik und Anregungen sind natürlich auch willkommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Wunderbar. Schönes Ende.